Herr Lindner, ich könnte nicht mehr genau zitieren, woher ich die Studie kenne. Die war nicht riesig und vielleicht auch nicht repräsentativ, aber ich fand sie sehr interessant. Schon ein paar Jahre her. Da wurden die Menschen gefragt, wollen sie, aufs ganze Land bezogen, eher, dass alle Knäckebrot haben, aber alle gleich. Jeder hatte ein Knäckebrot. Oder möchten sie eher ein Land, in dem alle als Minimum Knäckebrot mit Butter haben, also mehr, aber andere zusätzlich Kaviar. Dann haben sehr viele in Deutschland gesagt, wir wollen lieber, dass alle nur Knäckebrot haben, obwohl das weniger ist als Knäckebrot mit Butter. Und die Wähler der Linken waren natürlich am stärksten dagegen. Die waren komplett gegen den Kaviar und fanden am besten, wenn alle nur Knäckebrot haben. Das gibt es in einigen skandinavischen Ländern noch, in angelsächsischen Ländern gar nicht. Woher kommt Ihrer Meinung nach, Herr Lindner, diese Gier nach Gleichheit in Deutschland? Das ist eine sehr gute Frage, woher diese Gier nach Gleichheit kommt. Der ehemalige große Verfassungsrichter Dieter Grimm sprach mit Blick auf Deutschland sogar von einer, sein Zitat, Gleichheitskrankheit. Und je höher der erreichte Grad an Einheitlichkeit ist, desto feiner wird der Maßstab, um die noch verbliebenen Unterschiede zu messen. Also woher das kommt, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich glaube nur, dass man in etwa abschätzen kann in den westlichen Gesellschaften, ab wann das begonnen hat, nämlich ab etwa dem Jahr 1970. Und unabhängig, ob wir jetzt von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, von den westlichen Demokratien insgesamt sprechen, ungefähr da bei der großen Steigerung der Ausgaben des Wohlfahrtsstaats, der immer stärker umverteilt hat und sich immer mehr Lebensbereiche angeeignet hat, ab da hat auch das Gefühl zugenommen, dass im Grunde eine staatliche Aufgabe ist, Gleichheit herzustellen und dass Gleichheit und Gerechtigkeit verbunden sind. Wenn Sie mir noch einen Gedanken gestatten, ich übertrage das Bild vom Knäckebrot und von dem Kaviar mal in einen anderen Bereich, wo es mir leichter fällt, nämlich auf Autos. Die Vorstellung, man könnte gewissermaßen Gleichheit herstellen, alle fahren VW Polo und untersagt, dass manche auch ein Audi haben, ich muss jetzt, weil ich bei Ihnen war, bei den Fabrikaten bleiben, das wäre sonst unhöflich, also zu wollen, alle haben ein Polo, damit keiner ein Audi hat, das ist bedauerlicherweise ein großer Irrtum. Denn eine Gesellschaft, die sagt, alle sollen Polo haben und wenn einer mehr tut, fleißiger ist, risikobereiter ist, dann darf er den Audi nicht haben. In einer solchen Gesellschaft werden die Leute nicht Polo fahren, sondern höchstens Mofa. Weil der Wohlstand davon abhängt, der Wohlstand auch von allen, dass individuelle Leistung einen Unterschied macht. Und ich sage Ihnen, ich möchte in einer Gesellschaft nicht leben, in der unterschiedliches Engagement am Ende keinen Unterschied macht, denn eine solche Gesellschaft ist am Ende grau, arm und unglücklich. Jörg, bevor du dran bist, Herr Lindner, kriege ich noch eine zweite Frage. Einfach nur, weil Sie es gerade gesagt haben, es erschafft keinen Wohlstand, wenn wir leistungsbereite Leute nicht haben in unserer Gesellschaft. Ich habe vor kurzem ich mache so einen Radiotalk, in meiner Sendung hatte ich eine Hörerin, da haben wir darüber geredet, sollen wir die Olympischen Spiele nach Berlin, sollen wir die wollen oder nicht? Und egal welcher Meinung man ist, die Hörerin war der Meinung, wir wollen sie nicht, denn, Zitat, das nützt nur den reichen Geschäftsleuten und das hat ja keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, liebe, wie immer die hieß, Frau Müller-Lüdenscheid, angenommen, wir haben jetzt ein paar Reiche, die da Business betreiben und die zahlen dann Steuern. Wir haben, ich weiß nicht, wie es in Cottbus ist, in Berlin 500.000 Hartz-IV-Empfänger, die werden ja bezahlt durch die Steuern zahlen und vielleicht ein Geschäft machen mit Olympia. Wäre das nicht positiv zu besetzen? Da hat die Frau überlegt und hat festgestellt, sie hat eigentlich sich nie überlegt, dass Hartz-IV-Empfänger bezahlt werden aus Steuergeldern, die andere erwirtschaftet haben. Müssten Sie das als FDP nicht massentauglicher erklären? Zunächst mal ein Kompliment für einen Journalisten des RBB, haben Sie gefährliche Ansichten. Ja, also, ich darf Ihr Arbeitgeber nicht hören, was Sie hier sagen. Ja, es gibt leider so eine gewisse, wie soll ich das sagen, einen gewissen ökonomischen Analphabetismus in Deutschland. Ich kann es nicht weniger provokant sagen, der darauf hinausläuft, Hartz IV kommt vom Konto und Strom aus der Steckdose. Und die Milch, die kommt aus dem Regal. Die Wirkungsketten und Zusammenhänge, wie Wohlstand entsteht, die verschwinden vor den Augen der Menschen leider zu oft. Und unsere Aufgabe in der Tat ist es, darauf hinzuweisen, dass soziale Marktwirtschaft etwas zu tun hat mit Innovation, etwas zu tun hat auch mit Wettbewerb.
der Wettbewerb ist für uns Liberale äußerst positiv besetzt, denn der Wettbewerb führt dazu, wenn er funktioniert, dass keiner zu mächtig wird, weil man nämlich eine Auswahl hat, woanders hingehen kann. Man ist nur dann machtlos, wenn man beispielsweise nur zu tun hat mit dem Sachbearbeiter bei einem Amt. Es gibt sehr viele Manager in der Wirtschaft, die haben weniger Macht als ein einzelner Sachbearbeiter einer Stadtverwaltung, wenn das genau der Mann ist, der ihnen einen bestimmten Schein oder eine Genehmigung ausstellen muss. Dann ist der ultramächtig. Wenn es daneben ein anderes Amt gäbe, wo ich stattdessen hingehe, also bei funktionierendem Wettbewerb, müssen beide freundlicher sein. Also insofern auf diese Wirkungsweisen der sozialen Marktwirtschaft hinzuweisen, Wettbewerb entmächtigt, Wettbewerb zwingt zu günstigeren Preisen und höherer Qualität. Wenn wir selber im Wettbewerb stehen, als Arbeitnehmer, also auf der anderen Schreibtischseite, ärgert uns der Wettbewerb natürlich, weil er uns auch dazu anhält, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen. Aber so ist das leider in der Realität. In der Realität kann man sich nicht nur die Rosinen aus einer Wirtschaftsordnung herauspicken, also beispielsweise Hartz IV vom Konto, sondern man muss auch dafür sorgen, dass erst das erwirtschaftet wird, was danach umverteilt werden soll. Die Frage war ja ein bisschen, vermitteln Sie das ausreichend? Darauf kommen wir nochmal zurück. Na, offensichtlich nicht. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl 4,8% bekommen. Genau, deshalb bleiben wir ein bisschen bei dem Thema. Jörg, die 4,8%, ich habe meine Tochter heute mitgebracht, die wird heute 15 und ist trotzdem auf eine politische Veranstaltung mit mir gegangen. Das fand ich aller Ehren. Dankeschön. Ist jetzt sehr lieb. Und habe vorher mit ihr im Garten bei uns da unterm, ein Kirschbaum, glaube ich, gesessen und gesagt, wie war es bei euch vor der Wahl? So mit 14, 15, die diskutieren ja auch schon, die haben Lehrer, die eine politische Meinung haben und die Jugendlichen geben meistens natürlich die Meinung ihrer Eltern wieder. Und viele Eltern haben, und wir wohnen in einer eher bürgerlichen Gegend von Berlin, die Eltern haben gefeiert, dass die FDP aus dem Bundestag flog. Jetzt die Frage an dich, Jörg, also viele Eltern. Wir arbeiten im selben Haus. Ich habe oft Kabarettisten in meiner Sendung und nach der Wahl sagte mir der Kabarettist, so ja toll, und das Programm und die FDP ist raus. Und der sagte mir das wie einem zwingenden Sympathisanten. Und ich habe den gefragt, warum ist es für Sie so zwingend, dass alle Leute so wie Sie das Rausfliegen der FDP so feiern? Da hat er ganz erstaunt geguckt. Warum ist es in einer bestimmten Schicht von Menschen völlig normal, heute anti-FDP zu sein? Das gibt es bei keiner anderen Partei, finde ich. Ja, ist auch tatsächlich schwierig. Also das kann man vielfältig beantworten. Wir sind Medienleute. Das Auftreten der FDP ist zwischenzeitlich nicht gut gewesen. Ist einfach so gewesen, dass das den Leuten nicht klar geworden ist, was wollen die denn jetzt? Es ist denjenigen, die dann Interesse daran haben, zu einfach und zu leicht gefallen, der FDP zuzuschieben. Alles, wenn Sie vorhin von der Bankenkrise gesprochen haben, dann ist ja das Bild immer aufgekommen, jemand, der bei der FDP ist, der sitzt ja mit den Bankern und sobald der Staatskredit dann kommt, feiern die FDP-Leute gemeinsam mit den Bankern Polonaise, super, noch mehr Kohle, die stecken wir uns von einer Tasche in die nächste. Und das ist natürlich ein Fehler, das ist natürlich auch ein Fehler der Partei. Ich kenne die Partei nicht gut genug, um das sagen zu können. Das nächste ist ein interessanter Punkt gewesen mit dem Zeitgeist, von dem Herr Lindner sprach. Den verstehe ich auch nicht komplett, muss ich sagen. Also weil ich verstehe das schon nicht. Ich habe die Hoffnung, dass Das ist keine politische Lösung, aber ich habe die Hoffnung, dass nachfolgende Generationen das ein bisschen anders behandeln, aber die Generation, zu der wir gehören, also 1968 geboren, wir sind ja eine ziemlich merkwürdige Generation, weil wir haben nach außen hin immer Leistung verneint. Ich weiß, wie viele Leute mit mir an der Ruhr-Universität in Bochum gesessen haben, ein ganz feines Elite-Exzellenz-Institut, wo es die höchste Selbstmordrate in Deutschland gibt, merkwürdigerweise. Und wir haben immer alles so getan, als täten wir nichts, weil das war cool. Also man tut nichts. Man sitzt da zwar, letztendlich habe ich ja den Traum meiner Eltern verwirklichen können. Also die konnten nicht studieren, ich konnte das. Aber wir haben so alles so getan, es war ganz wichtig, wir tun nichts. Hintenrum haben wir aber eine ganze Menge gemacht, also gejobbt und natürlich auch ein Interesse daran gehabt, aber heimlich Interesse daran gehabt zu leisten. Keiner meiner Kollegen, ich habe eine Kollegin, die hat zwei der angesehensten Volontariate gemacht, die man in Deutschland machen kann. Die hätte niemals gesagt, ich mache Karriere oder ich mache eine Laufbahn. Nein, sie fühlt sich einfach danach, sich total auszubeuten. Hat sie das immer mehr verkörpert. Und wenn man dann hinkommt und sagt, wie Herr Lindner gerade, Leistung, Verantwortung,
leisten, da ist immer mit drin, unter Umständen verliere ich, unter Umständen reicht meine Leistung nicht, unter Umständen bin ich nicht zureichend. Also Risiko ist da. Risiko, das ist hässlich. Ich verstehe aber den Zeitgeist auch insofern nicht. Ich habe jetzt 2 Wochen vor der Veranstaltung, beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, da ging es auch um Ludwig Erhard und ich habe da auch eine Riesenlücke, muss ich gestehen. Also dass mir, Mensch, weiß ungefähr, naja, so ungefähr hat er sich das gedacht. Und dann gehe ich in den Buchladen in Hamburg-Altona und gucke, und was stehen bei Wirtschaft für Werke da im Regal? Da stehen Sachen wie, die gehen in die Richtung mit weniger klarkommen, die kapitalistische Blase wird platzen. Das sind apokalyptische Szenarien, ein Buchrücken neben dem nächsten, wo man sich dann denkt, ja, irgendwas stimmt ja nicht mehr. Irgendwas macht aber offenbar auch die jungen Leute nicht mehr glücklich, weil viele junge Leute, die ich treffe, die sagen, ja, wir fangen wieder an zu filzen. Keiner sagt, ich mache ein Unternehmen auf. Wir machen unsere Sachen selbst. Ich bastel mir eine Wurst. Menschen in der Sendung habe, die tauschen, das finden alle ganz toll, ohne Geld. Ja, aber wenn wir uns jetzt nur hinstellen, wenn wir uns jetzt nur hinstellen und sagen, ja, seid ihr doof, wieso geht doch, macht einen Laden auf, macht mittelständische Industrie, damit geben wir keine probate Antwort, weil es scheint ein Bedürfnis da zu sein. Das Bedürfnis, Sie schauen auch schon mit den Füßen, Herr Lindner, das Bedürfnis scheint, finde ich, ein bisschen zu sein, wir wollen was Gemeinschaftliches machen, also wir wollen mehr den Zusammenhalt wieder betonen und das ist ja an sich auch durchaus positiv. In vielen Reden, Herr Lindner, sagen Sie, dem Liberalismus geht es um dich. Das ist ein, egal für welche Partei es ist, das ist ein ganz schöner Satz. Aber ich habe den Eindruck, dass Sie die Kraft, um in Ihrem Autobeispiel zu bleiben, Sie haben ein tolles Auto, aber Sie haben Reifen, die es nicht auf die Straße bringen. Gerade diese Kampagne, jetzt keine Sau braucht die FDP, dass Sie jetzt auch mal sagen, doch, eine Lesbe braucht die FDP, weil wir nämlich für Freiheit kämpfen. Jeder, der die Programme liest, kann das verstehen, aber bei den Leuten ist es nicht angekommen. Das scheint mir ein wichtiger Punkt. Ja, Sie bringen mich jetzt aber bitte nicht in die Verlegenheit, dass ich meinen Freunden, die ganz unabhängig sind, in Brandenburg jetzt Zensuren für ihre Kampagne erteile. Also ich finde die Kampagne gut. Das machen die ganz individuell und Werbung ist immer eine Geschmacksfrage. Hier war jetzt keine Kritik an der Kampagne. Ich habe auch keine geäußert. Okay. Wir werden sehen, wie sich das am Ende auswirkt. Ich will auf Ihren Punkt hinaus. Ja. Gemeinschaft. Ja, ich bin auch für Gemeinschaft. Aber wenn man mal in einen mittelständischen Betrieb geht, die sind doch erfolgreich nicht, weil sie Ellbogenwettbewerb machen. Ein Handwerksbetrieb ist dann erfolgreich, wenn er gut mit seinem Kunden umgeht. Der muss eine vernünftige Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten haben. Der muss seine Beschäftigten motivieren, damit die gegenüber den Kunden einen guten Eindruck haben, pünktlich sind und ordentliche Arbeit ableisten. Das heißt, die Wirklichkeit unserer Wirtschaft ist nicht die harte, kalte, eiskalte Konkurrenz des Ellbogenwettbewerbs. Die Wirklichkeit von erfolgreichen Unternehmen heißt Kooperation mit Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden. Der Wettbewerb ist immer abstrakt. Mit dem Wettbewerber beim öffentlichen Auftrag hat man selber gar nichts zu tun. Der kommt da irgendwo reingeflattert im Amt. Die Wirklichkeit im Alltag hat zu tun mit den Kooperationsbeziehungen. Jetzt lassen Sie mich noch was zur FDP und dem Unvermögen sagen. Ersten Punkt habe ich angesprochen, soziale Marktwirtschaft hat etwas mit individuell wahrgenommener Verantwortung zu tun. Offensichtlich, Beispiel Banken, haben wir das nicht hinreichend argumentiert und auch umgesetzt. Zweiter Punkt, ich habe deshalb ganz bewusst hier, obwohl es um die Wirtschaftsordnung ging, mit der Bildung angefangen, weil dieses Feld, obwohl es mal traditionell bei uns war, streckenweise arg unterbelichtet war. Muss man Wolfgang Gerdt zuletzt einen Vorwurf machen, weil er die Frage der Bildungspolitik immer bei uns intern in den Diskurs gebracht hat, aber er ist nicht immer mit seinem Appell so gehört worden, wie das angezeigt gewesen wäre. Und ich mache es am praktischen Beispiel deutlich, wo uns das in die Defensive geführt hat. Nämlich bei dem Punkt Mindestlohn, brauchen wir einen Mindestlohn in Deutschland. Da hat die FDP gesagt, ich glaube übrigens auch mit guten ökonomischen Gründen, der Einheitsmindestlohn ist ein großes Problem. Ich will jetzt die Gründe nicht im Einzelnen nennen, auf Nachfrage mache ich das gerne nochmal, aber ist jetzt ja Geschichte, er kommt. Wir hätten aber sagen müssen, anders argumentieren, wir haben in der Tat in Deutschland 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 25 und 35, die zu sehr geringen Gehältern, sehr geringem Stundenlohn tätig sind, weil sie weder über einen Schul- noch einen Berufsabschluss verfügen.
Ich wiederhole die Zahl. 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 25 und 35, die keinerlei Schul- oder Berufsabschluss haben. Ja, sicher, die bekommen nur geringe Gehälter. Wer keinen richtigen Beitrag im Betrieb leisten kann, der kann eben kein Spitzengehalt beziehen. Und wir hätten sagen müssen, statt Mindestlohn, Mindestlohn wollen wir nicht, das ist ein Mittel, das mehr Schaden als Nutzen stiftet. Wir sind für eine breit angelegte Qualifizierungsoffensive, auch für die 25- bis 35-Jährigen, weil denen langfristig individuell in ihrem Leben besser geholfen ist, mit einer vernünftigen Ausbildung, als einem von der Politik festgelegten Einheitslohn. Haben wir leider nicht gemacht. Und der letzte Punkt ist die Vermittlungsfrage. Da hat Herr Thaddäus auch gerade darauf Bezug genommen. Da nenne ich, ist jetzt Vergangenheitsbewältigung, aber mich hat das damals elektrisiert und das hat auch uns einen gewissen Schlag gegeben. Ich nenne ein Beispiel, das wirklich für uns Schaden angerichtet hat. Sie erinnern sich an die Insolvenz von Schlecker. Und ich bin der Auffassung, wenn ein privatwirtschaftliches Unternehmen keinen wirtschaftlichen Erfolg hat, dann ist das keine Sache des Staats, das aufzufangen. Der Staat kann das auch nicht besser führen. Und dann gab es die Diskussion, brauchen wir für dieses Unternehmen eine Transfergesellschaft, also dass der Staat zwischenzeitlich alle beschäftigt. Und da haben wir gesagt, nein, keine Transfergesellschaft. Und bemerkenswerterweise waren 80% der Deutschen auch unserer Auffassung. 80% der Deutschen, weil die Menschen intuitiv gespürt haben, man braucht eine Transfergesellschaft, wenn an einer Stelle, zum Beispiel in Cottbus, in einem Unternehmen 3000 Arbeitsplätze wegfallen. Das kann der örtliche oder könnte ein örtlicher Arbeitsmarkt in Cottbus unmöglich auffangen. Wenn aber an 300 Stellen in Deutschland 10 Arbeitsplätze wegfallen, das kann örtlich ein Arbeitsmarkt auffangen und da gibt es auch schon eine Transfergesellschaft, die heißt Bundesagentur für Arbeit und die wird von Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert. Das war unsere Position von 80% geteilt. Und dann gab es, ich will mir den genauen Wortlaut nicht nochmal vor mein inneres Auge rufen, gab es meinen Vorgänger im Amt, der unsere Position begründet hat im Fernsehen, Anschlussverwendung, selber suchen. Und dann wurde umgeschnitten bei RTL aktuell zu den weinenden Frauen Mitte 50, die keine berufliche Perspektive haben. Und da ist der Eindruck entstanden, der FDP ist das Schicksal dieser fleißigen Beschäftigten sehr egal. Und das ist es mitnichten. Nur wir haben einen anderen Weg. Und man kann für soziale Marktwirtschaft sein, aber selbst der überzeugteste Marktwirtschaftler will keine Eiseskälte, sondern er will soziale Verantwortung und dass, wenn Menschen fleißig und ehrlich waren, ihnen nicht ein Schicksalsschlag das ganze Leben zerstören kann. Und an der Stelle haben wir kommunikativ unsere Position nicht übergebracht und sind deshalb zu Recht in eine öffentliche Defensive, in eine öffentliche Kritik geraten. PR-Debakel, sagt Jörg gerade. Jörg, große Koalition, von der wir jetzt alle regiert werden. Wir haben Mindestlohn, wir haben Rente mit 63. Die Zustimmungsraten für die große Koalition sind riesig. Ich glaube, so hoch wie noch nie in diesem Land. Außer bei den offiziellen Zahlen der SED, aber die waren ja gelogen. Das ist also irre, diese Zustimmungsrate. Sind wir ein Harmonie, ich will nicht sagen süchtiges, aber ein Volk, das Harmonie einfach sehr liebt? Ich stelle die großen Fragen ja heute. Ne? Ja. Ja, mir scheint das so, aber ich bin dann auf der anderen Seite auch wieder nicht sicher. Ich glaube tatsächlich an die Vielfalt, ich glaube an die Individualität. Ich kann aber nicht erklären, in letzter Konsequenz, warum die Deutschen, ich habe gegen diese Bundeskanzlerin nichts, aber warum die ihr folgen, obwohl man kann ja auch schwer was gegen sie haben, weil sie so selten sich erklärt. Ich habe schon häufige Notwendigkeit gesehen, dass sie sich erklären möge. Das tut sie dann nicht, das tut sie an für mich persönlich ganz heiklen Fragen, also nicht, weil ich habe zum Beispiel immer vermisst, dass sie deutlicher sagt, wenn man Soldaten, wenn man junge Männer und junge Frauen wegschickt, ich habe kürzlich für das Bundesverteidigungsministerium den Tag des Peacekeepers moderiert, deswegen weiß ich, dass da auch junge Polizistinnen und junge Polizisten weggeschickt werden im deutschen Interesse, überall hin an prekäre Orte, an denen wir drei jetzt nicht unbedingt gerne sitzen wollen, dann muss ich mich irgendwann mal hinstellen und muss sowas Ähnliches sagen, wie was der Bundespräsident auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat und muss sagen, das ist das, wie wir uns das vorstellen und ihr, liebe Leute, die ihr nicht unserer Meinung seid, könnt uns beim nächsten Mal nicht mehr wählen und weil das der Fall sein könnte, sagt sie es lieber nicht. Und das finde ich merkwürdig, aber auf der anderen Seite kann man das nur hinnehmen. Ich würde davon ausgehen, dass die Journalisten haben doch dieses neue Lieblingswort vom Narrativ.
also die Geschichte, die man erzählt. Man erzählt die Geschichte. Und wie könnte die FDP, wie könnten liberal gesinnte Leute die Geschichte anders erzählen? Zum einen, indem man sich auf die Tradition besinnt. Dahrendorf ist vorhin angeklungen. Es gibt ja diverse Figuren in der Liberalität, die einfach schlicht als Intellektuelle wahrgenommen worden sind. Und zwar auch von Leuten, die denen politisch durchaus nicht zugestimmt haben. Das ist eine Möglichkeit. Und die nächste Möglichkeit ist, das einfach mal umzudrehen. Das tut Herr Lindner gelegentlich, das tun Leute, die für die FDP jetzt öffentlich auftreten, natürlich. Aber es ist schwierig, aber umzudrehen, zu sagen, Freunde, glaubt ihr denn wirklich, dass wenn wir einer Arbeitsministerin einen Haushalt von 160 Milliarden anvertrauen, die aber, und da sehe ich meinen Vater, meinen Stiefvater, beides Handwerker in Dortmund, den muss man dazu sagen, die noch keinen Tag auf die Art und Weise gearbeitet hat wie ihr, obwohl sie so tut, als hätte sie das gemacht, die hat also noch keinen Tag gearbeitet, die hat aber jetzt 160 Milliarden zur Verfügung und die möchte Leute früher in Rente gehen lassen. Wie findet ihr das denn? Und die finden das nicht gut. Die glauben auch nicht, die glauben beide nicht und viele andere Leute, die ich nennen könnte aus meiner Heimat, die glauben nicht, dass es Politiker gibt, die sie glücklich machen, sondern die sagen, das sind eher eine Sozialdemokraten eigentlich, eher eine rechte Sozialdemokraten, muss man sagen, die sagen, nee, das machen wir schon so lange alleine, wie wir das können und die Leute, die das nicht können, denen soll geholfen werden. Die kennen aber auch die Beispiele von Leuten, die das ausnutzen. Mhm. Und ich habe oft in diesen Runden, wenn diese Handwerker zusammensitzen, Positionen gehört, die sind viel brachialer als das, was die FDP in den schlechtesten Zeiten öffentlich vertreten. Glaube ich gern. Mhm. Nochmal ein Punkt. Also Herr Lindner, wir sind uns jetzt einig, Sie haben vielleicht ein Vermittlungsproblem, darüber können wir noch reden. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt Sie wäre und ich würde mit, sagen wir mal, 18% in den Bundestag wollen und sehe, alle sind begeistert vom Mindestlohn, von Rente mit 63 und ich bin der Meinung, das ist aber verkehrt, grundverkehrt. Dann habe ich erstmal überlegt, beneiden würde ich Sie nicht. Wie kommen Sie da ran an so eine Thematik? Denn die Leute, die zufrieden sind, zu bewegen, das ist ja mit das Schwierigste, was es gibt. Ja, unserem Land geht's gut, wegen einer Politik, die heute bekämpft wird. Die Politik, die unser Land so stark gemacht hat, wie es jetzt ist, wird im Deutschen Bundestag nicht mehr vertreten. Der Präsident der Familienunternehmer hat vorige Tage gesagt, Ludwig Erhard müsste sich heute eine neue Partei suchen. Im Deutschen Bundestag würde er sie nicht finden. Also zunächst einmal wollen wir mal abwarten, ob die Zufriedenheit so lange vorhält. Denn ich sehe, dass die großen Zukunftsaufgaben, Digitalisierung der Wirtschaft, weiter zunehmende Globalisierung inklusive Wettbewerbsdruck, ein Druck, der sich im Bildungssystem insbesondere aufbauen wird, dann die Frage der Alterung unserer Gesellschaft. Uns steht eine demografische Sturmflut bevor und die Große Koalition trägt die Deiche ab mit ihrem Rentenpaket und so weiter. Wollen wir mal warten, wie sich das langfristig alles auswirkt. Ich bin in großer Sorge, dass die gegenwärtige Zufriedenheit mit der Großen Koalition auch damit zu tun hat, dass jetzt all das verteilt wird, was wir eigentlich in die Zukunft investieren müssten. Da lebt es sich in der Gegenwart wunderbar, aber es kann morgen schon ein böses Erwachen geben, insbesondere für Ihre Tochter und alle, die auch noch etwas älter sind. Und jetzt komme ich aber zu Ihrer methodischen Frage mit Blick auf den Bundestag zurück. Herr Lindner, ist die Antwort, dass Sie versuchen es als Mafioso und sagen, es wird für Ihre Tochter ganz schlecht, wenn Sie nicht die FDP wählen. Um es so noch zu verschärfen, Herr Lindner, wir stellen uns da vor, wir gehen jetzt da raus und die Leute da draußen, die hier vorbeigehen, die sind Ihre Adressaten, denn das, Sie wollen ja von denen, dass Sie die wählen. Ja, und das gelingt auch relativ oft, dass man Menschen, wenn man ein bisschen Zeit investiert, sie überzeugt von den Grundannahmen. Ist auch uns in der Vergangenheit ja schon öfter gelungen, obwohl sich der Charakter der FDP als marktwirtschaftlicher Partei in den vergangenen Jahren nicht grundlegend verändert hat. Die Menschen sind auch keine anderen geworden. Entschuldigen Sie, die Leute, die uns im Jahr 2009 mit 14,6% gewählt haben, ja, sind die durch den Zeitgeist jetzt plötzlich Staatsfetischisten geworden? Nein, die sind auch genauso leistungsorientiert, die wollen genauso selbstbestimmt leben, die haben Freude am individuellen Fortkommen, die gönnen anderen auch ein gelingendes Leben, weil es keine Egoisten, sondern verantwortliche Menschen sind. Die Menschen haben sich nicht verändert, die haben nur erkannt, die FDP wird den Maßstäben, die sie selber gut finden, streckenweise nicht gerecht.
Und deshalb will ich sie jetzt nicht. Also die Leute sind noch da, die man erreichen kann. Die erreichen wir allerdings nicht damit, dass wir das Fähnchen nach dem Wind setzen und wenn jetzt alle für dieses oder jenes sind, sind wir es auch. Sondern die FDP muss sich nach meiner festen Überzeugung, so halte ich es selber auch, ein Stück frei machen, immunisieren davon, von jedem gemocht zu werden. Respekt erhält man nur, wenn man auf den eigenen Kompass und auf die eigenen Grundüberzeugungen vertraut und zu diesen Prinzipien auch dann steht, wenn es stürmt und schneit und seine Argumente fundiert vorträgt. Wer nur glaubt, indem man den Menschen nach dem Munde redet, würde man Respekt erhalten. Das wird für die FDP nicht und niemals funktionieren. Ich bin für den anderen, den geradlinigen, schwierigeren, mit Widerständen auch sicherlich reichlich bestückten Weg, aber nur der kann erfolgreich sein. Wenn ich da noch mal was dazu sagen darf, weil das wäre natürlich toll, jetzt hier rauszugehen und die Leute zu werben. Was mich wundert, ist, wie sich die sogenannten Eliten oder wie sich die Mittelschicht, so amorph der Begriff auch ist, aber wie die sich verhält. Wenn man sich dieses Ergebnis in Berlin überlegt für die Piratenpartei, das war ja sehr merkwürdig und für mich auch ärgerlich, weil viele Leute, die im Prenzlauer Berg, was machen, wie leben die Leute im Prenzlauer Berg? Die leben über Leistung. Die hauen rein, die wollen eine Eigentumswohnung haben, die möchten sie sich schick machen, die haben genug Geld, die fahren natürlich in Audi und wenn es den Audi Elektro gibt und dann ist das noch ein bisschen teurer, macht auch nichts, kaufen wir auch. Alle, die haben, das ist alles richtig super. Das heißt, sie profitieren, aber sie profitieren auf eine Art und Weise, dass sie es nicht mehr so richtig relevant finden, sich für Politik offenbar zu interessieren, weil wenn sie dann, die Partei, die haben ja viele gewählt, weil sie das, ja, das fanden sie irgendwie Schmuck, das fanden sie rebellisch. Das fanden und man sie auch kann damit auch in die Kneipe im Prenzlauer Berg gehen und sagen, ich habe die Piraten gewählt. Und man kann vor allem, ist mein Eindruck, auch irgendwo reingehen und sagen, ich habe Grün gewählt. Und man hat so das Gefühl von, damit bin ich jetzt eigentlich schon ein guter Mensch. Naja, es ist zu... Ich fahre das immer noch. Es ist halt zu wenig substanziell. Mhm. Deswegen bin ich der Meinung, dass tatsächlich man sein Fähnchen nicht nach dem Wind hängen darf. Und ich warte darauf, also dass es diese Stimme auch wieder gibt, dass es zum Beispiel auch eine Stimme gibt, die an die Internationalität erinnert. Mhm. Das kommt mir teilweise, ich habe 5,5 Jahre, bin ich hin und her gependelt zwischen Washington und Berlin und ein Wunder, dann, es gibt ja dieses Vorurteil, dass die Amerikaner alle doof sind und denken, wir haben ja noch einen König, und dann ist man in Washington und stellt fest, ich kann mich aber hier sehr viel profunder informieren über die ganze Welt, als ich das zum Beispiel selbst bei Kulturkauf aus Dussmann kann, wenn ich über Japan ein Buch haben will, das Sortiment da drüben ist viel größer und die Menschen wissen da teilweise auch eine ganze Menge drüber. Wir hier und auch die Regierung tut teilweise so, als würde uns die Welt gar nicht so viel angehen. Mhm. Dabei gibt es, ich war letztens bei so einem Vortrag bei einer Personalberatungsfirma, die sich Gedanken machen müssen, wohin entwickeln sich die Welt. Die treffen sich am Frankfurter Flughafen in so einem Sitzungszimmer und das war viel, viel interessanter, was ich da in der Stunde erfahren habe, als in ganz, ganz vielen Talkshows, die unsere öffentlich-rechtlichen Kollegen teilweise veranstalten. Wenn man sich vorstellt, die Mittelschicht heute beträgt 800 Millionen Menschen auf der Welt, im Jahr 2030 kommen 800 Millionen dazu. Und zwar nicht in Europa, nicht in den Vereinigten Staaten, sondern aus dem asiatischen Raum. Was bedeutet das? Was hat das für immense Auswirkungen auf deren Wirtschaft, aber auch auf unsere? Wir haben das mal an so einem, weil ich ja für Radio 1 gelegentlich arbeite, da habe ich gewagt, eine OECD-Zahl zu nennen. Und zwar haben wir sowas gemacht, das ist wie so ein linksalternativer Gottesdienst. Das ist eine Diskussion im Tipi. Da gehen 400 Leute hin. Diese 400 Leute sind alle der Meinung, dass sie irgendwie zu den Armen gehören. Das Merkwürdige ist, dass die ganze Zeit sonntags um 12 schon Cocktailpinscher hingereicht werden, alle schön. Da kommt vorher ein Kabarettist, der hat tatsächlich damals dreimal FDP gerufen, alle lachen. Und dann beginnt die Diskussion, da war dann einer meiner Lieblinge dabei, nämlich Jakob Augstein. Den habe ich dann mit einer OECD-Zahl konfrontiert, und dass Deutschland, ich weiß nicht mehr genau bis zu welchem Zeitpunkt, die hatten ausgerechnet, wo Deutschland im volkswirtschaftlichen Ranking stehen wird. Und die hatten ausgerechnet zwischen Platz 12 und 14, entweder 2040 oder 2045, ich weiß es nicht mehr genau. Dann wischte er das weg und sagte, ach, dieser ganze Zahlenquatsch, das sei doch alles Unfug, wer das denn wissen möchte, viel wichtiger,
Schere zwischen Arm und Reich. Und das Publikum toste und war begeistert. Wo ich mir dachte, ja, das ist doch super. Da haben wir doch jetzt ganz erfolgreich die Welt wieder mal ausgeschlossen und unterhalten uns einfach besser nicht drüber und warten mal ab oder sagen deiner Tochter, übrigens, in 20 Jahren wird es ein bisschen heftig, dann sind wir aber zum Glück schon irgendwo auf La Gomera. Und also alle mehr wollen meinem Kind hier heute Angst machen. Ich kümmere mich schon. Ich will nur einen Satz von ihm unterstreichen, der also nebenbei gesagt, der aber gerade mit Blick auf den Umgang mit den sogenannten Globalisierungskritikern ganz erhellend ist. Er hat nämlich darauf hingewiesen, wie viel 100 Millionen Menschen in den letzten Jahren den Aufstieg aus der absoluten Armut in eine Mittelschicht geschafft haben. In China, trotz aller Menschenrechtsprobleme, auch in bestimmten funktionierenden afrikanischen Ländern, ich denke an Ghana, da gelingt, dass es inzwischen eine gewisse Mittelschicht gibt, und zwar nicht durch die Wohltaten der Globalisierungskritiker, auch nicht dadurch, dass wir denen unsere Geflügelabfälle geschenkt haben, was man gemein unter Entwicklungspolitik verstanden hat, sondern dadurch, dass man Märkte geöffnet hat und die Chance gehabt haben, mit ihren Produkten, die einfachere Produkte sind, die ja auch günstig sind, aber sich selber einen Wohlstand zu erarbeiten. Dadurch sind die zur Mittelschicht aufgestiegen. Globalisierung ist also nicht ein Verarmungsprogramm, wie uns Glauben gemacht wird, sondern ein Zivilisationsprojekt, wenn die Regeln richtig gesetzt sind. Lassen Sie uns zwei Punkte von Jörg noch aufnehmen. Das eine war das Internationale. Das scheint mir eigentlich aus SDP-Sicht ein wichtiger Punkt, weil es mit Demokratie, mit Liberalismus viel zu tun hat. Ist das ein Thema, das zu bespielen sich lohnt? Also würden Sie sagen, da kann man Früchte ernten? Das interessiert viele Leute, denn es hat ja eigentlich originär mit Ihnen zu tun. Ja, ich halte das für eine wichtige Aufgabe der FDP, gerade weil Herr Thaddäus mit seiner Analyse recht hat, dass es immer kleinteiliger wird. Wir haben eine Partei inzwischen, die sich bemüht darum, sich zu etablieren, deren Kern besteht darin, ich rede von dieser AfD, deren Kern besteht darin, bei welcher Frage auch immer, zurückzufliehen in die romantische Vergangenheit des Nationalstaats und in die romantische Vergangenheit der Gesellschaft der 50er Jahre Deutschland-West, Adenauer und so weiter. Das ist deren Konzept. Und andere, Sie haben es auch gesagt, blicken gar nicht mehr über den deutschen Tellerrand und glauben, alles ist selbstverständlich, wie wir es hier haben. Von Erfahrungen im Ausland wollen wir gar nicht profitieren und wir wollen auch gar nicht mehr so viel damit zu tun haben. Wir wollen zwar großen Wohlstand haben als Exportnation, aber wenn es um Freihandelsabkommen geht, beispielsweise mit den Vereinigten Staaten, dann wollen wir am liebsten nichts damit zu tun haben. Dann sehen wir nur die ganzen Risiken. Zum Teil wird dann auch sehr polemisch dagegen agitiert, obwohl das wenig mit dem zu tun hat, was tatsächlich drinsteht. Ich will das mal gerade am Freihandelsabkommen deutlich machen. Ich halte das für eine außerordentlich große Chance. Unabhängig von Details, über die man sprechen kann und muss, es ist die große Chance, dass die europäischen Demokratien zusammen mit, bei allen Defiziten, die wir im Zusammenhang mit NSA diskutieren, mit der großen amerikanischen Demokratie gemeinsame Standards definieren. Es werden auf der Welt Standards für den Welthandel definiert werden, meine Damen und Herren. Die werden definiert werden. Und wir können entscheiden, wer das tut. Wir können das den Chinesen überlassen, dass die als größter Markt irgendwann die Standards definieren. Oder wir können sagen, wir tun uns mit den Vereinigten Staaten zusammen, die uns noch am nächsten stehen vom Gesellschaftsmodell und definieren mit denen Standards für den Welthandel, Standards, was Arbeit und Umwelt angeht. Und da bin ich lieber mit den Vereinigten Staaten im Boot, als dass ich mich von Chinesen irgendwann hier in Europa dominieren lassen will über deren wirtschaftliche Kraft. Die Zusammenhänge werden aus der deutschen Politik, weil nur der Applaus des Tages gesucht wird, aber vollständig ausgeblendet. Eine Frage noch an Herrn Lindner, auch mit einem Ball von Jörg. Was du gesagt hast, das entspricht auch meinem Eindruck, dass die FDP in der Vermittlung oft nah an den Banken war. Sie sagen ganz eindeutig, ich will Banken pleite gehen lassen. Risiko gehört zur Marktwirtschaft dazu. Ich hatte den Eindruck, dass das nicht verstanden wurde, auch im Wahlkampf nicht, dass FDP nicht zwingend bankennah ist. Das mit den Grünen und Piraten, was ich eben gesagt habe, ging so ein bisschen unter. Ich habe ja nichts dagegen, dass Menschen Grüne oder Piraten wählen. Ich bin ja hier nicht der Parteipolitiker und Sie sind ja auch dafür, dass viele verschiedene gewählt werden, nur Sie wollen mehr für sich. Dieser Markenkern Grün scheint mir aber zu sein, man muss da, wenn man, viele Leute haben das, zeigen mir,
wenn Sie grün wählen, dass Sie das Gefühl haben, Sie sind damit ein guter Mensch. Das ist ja für eine Marke das Beste, was es gibt. Leute kaufen das irgendwie, haben das Gefühl, so, damit repräsentiere ich was Tolles. Wenn ich Sie wäre, hätte ich das Gefühl, ich müsste an meinem Markenkern FDP arbeiten. Also die Dinge vielleicht ein bisschen polieren, zum Glänzen bringen. Haben Sie das Gefühl auch? Ja, der Markenkern wird von Dingen bestimmt, die nichts mit unserer liberalen Grundauffassung zu tun haben. Die FDP ist keine Partei, die für eine Klientel, weil sie käuflich wäre, Politik macht. Sie haben das eben zitiert, Liberalismus geht es um dich. Ich mache für jeden Menschen, der unsere Auffassung teilt, der unser Lebensgefühl teilt, Politik. Ob das jetzt nun ein Rentner, eine Auszubildende, ein Beamter oder ein Unternehmer ist, teilt er mein Lebensgefühl, fühle ich mich ihm oder ihr verbunden. FDP ist unterstellt worden, eine Nähe zu den Banken. Wenn Sie sich erinnern, in den vergangenen Jahren, noch vor der Bundestagswahl, hat mal bei einer Europawahl die SPD plakatiert, Finanzhaie würden FDP wählen. Erinnern Sie sich noch daran? Finanzhaie würden FDP wählen. Das war die Europawahl, Entschuldigung, 2009. Zum damaligen Zeitpunkt sind die Finanzmarktgesetze bereits seit 11 Jahren von sozialdemokratischen Finanzministern gemacht worden. Und trotzdem wurde der Eindruck erweckt, die Schwierigkeiten an internationalen Kapitalmärkten hätten irgendetwas mit der seit über einem Jahrzehnt nicht mitregierenden FDP zu tun. Hat bei manchen aber verfangen. Kann man sich jetzt lange darüber beklagen. Ich bin aber weder ein pessimistischer Mensch, noch bin ich ängstlich. Deshalb, Sie sagen Markenpflege ja oder nein, ist mir ein bisschen oberflächlich, nicht gefragt, sondern wäre als Konzept oberflächlich. Ich bin dafür, dass man einfach für seine Grundüberzeugungen sich hinstellt und argumentiert. Und dann werde ich in einem Saal, je nachdem wo ich bin und bei wem ich eingeladen bin, niemals 100% für meine Position bekommen. Das wird nicht gelingen. Dann müsste ich Sozialdemokrat werden, entweder in der CDU oder gleich in der SPD. Das wird nicht gelingen. Mir reicht aber, dass 20% sagen, diese Haltung finde ich gut, ich kann sie nachvollziehen, und dass die verbleibenden 80% sagen, ich teile die Meinung nicht, aber ich habe Respekt vor der Prinzipienfestigkeit dieser Partei. Und das ist das Ziel, wo ich die FDP hinmanövrieren will. Aber was du weißt, Ingo, das hat ist Herr Lindner recht. Ja, na gut, mach deinen Punkt jetzt. Nee, das schließt direkt an das, was du gesagt hast. Das wissen wir als Medienleute ziemlich genau. Das hat auch immer mit Persönlichkeiten zu tun. Da wollen wir jetzt nicht Herrn Lindner in die Bredouille bringen, irgendwelche Leute im Nachhinein anzuklagen und zu sagen, der hat das nicht gut gemacht, Strich drunter, die Situation ist ja, wie sie ist. Aber Persönlichkeiten gehören da ganz entscheidend mit dazu, weil du möchtest die Leute interviewen, ich möchte die Leute interviewen. Wir haben bei die Grünen zum Beispiel sind ein Erfolgsprojekt, das muss man einfach mal sagen, weil die sind angetreten seinerzeit, haben gesagt, wir machen die Ökologie zu unserem Thema, und sie sind damit wahnsinnig weit gekommen. Die Grünen haben Persönlichkeiten vorangestellt, dem muss man jetzt nicht die ganze Zeit zustimmen, aber das sind Persönlichkeiten gewesen, die Spuren hinterlassen haben, so wie es die FDP dann auf der anderen Seite versäumt hat, auf die eigenen Figuren hinzuweisen. Ich weiß, man kann ja sehr gut Feuer legen, wenn man an so einem Medientisch samstags abends sitzt, hat schön gekocht, und dann sagt man übrigens, Leute, ich habe das gerne gemacht, das ist so herrlich, ich wähle bei der Bundestagswahl FDP dann. Das ist ganz schlimm, weil wenn Thilo Sarrazin ein Buch rausbringt und sagt, es gibt einen rot-grünen Mainstream in den Medien, sagen alle Leute, ja, dieser Sarrazin, der spinnt auch, wie kann ja gar nicht wahr sein. Wenn Sie das ausprobieren an so Medienabendbrottischen, stellen Sie fest, oha, da könnte was, also ohne Herrn Sarrazin auch nur im Entferntesten toll zu finden, aber da könnte ein klein bisschen was dran sein. Und dann sagt man, ja gut, okay, ihr findet das alles ganz schlimm, dass ich das mache, dass ich mich jetzt hier dazu bekenne, aber was ist denn das Schlimme? Und dann kommen die ehemaligen Parlamentskorrespondenten beispielsweise aus dem Gebüsch und sagen, ja, so einen Rhetoriker wie Wolfgang Gerhardt, den gibt es natürlich heute im Bundestag nicht mehr so unbedingt, aber der Rest. Und dann sagt die andere Kollegin, die auch mit Parlamentsberichterstattung zu tun hat, an entscheidender Stelle, sagt, ja, dieser Lindner, der gefällt mir, aber der Rest. Und irgendwas scheint da in der, entweder ist die Rezeption komplett falsch, oder aber man hat das nicht genug nach vorne gestellt, wer da alles noch ist. Ich erinnere mich an ein fabelhaftes Interview mit Hans-Dietrich Genscher, mit was kann man mit dem Mann nicht alles besprechen? Und wo, an welchen Stellen hat er nicht auch entschieden, mit am Tisch gesessen? Und das ist nach meiner Meinung nicht genug hervorgehoben worden, plus
Es gibt die dicken Dinger. Es gibt, Barack Obama hat es gesagt, die Ungleichheit in unseren Gesellschaften ist ein Thema des 21. Jahrhunderts. Ich habe kürzlich ein Interview gehört mit der Chefin bei der BBC, mit der Chefin von EasyJet. Und der Interviewer, Stephen Secker von BBC Hard Talk, hat sie dahin getrieben und hat gesagt, sagen Sie mal, wir glauben doch, ich meine, das ist in Großbritannien, wir glauben an Leistung, wir glauben an die Chance, aber Sie verdienen das 150-fache Ihrer Flugbegleiterin, die einen harten Job macht. Ist das gerecht? Und die ist so ins Stammeln und Stottern geraten, weil es dafür eigentlich keine Rechtfertigung gibt, dass sie nachher sagen muss, das steht aber so in meinem Arbeitsvertrag, die geben mir das ganze Geld ja. Und wo man sich dachte, naja, nicht gut, weil die Ungerechtigkeit gibt es. Die jungen Leute nehmen die Ungerechtigkeit wahr und fangen deswegen an zu filzen. Das ist jetzt ein bisschen plump, dieser Kausalzusammenhang, aber so kommt es mir vor. Es gibt eine Unheimlichkeit. Das Gefühl der Leute ist, glaube ich, nicht komplett falsch. Und auch darauf muss natürlich eine liberale Partei eine Antwort haben. Vorhin haben wir die teilweise in der Rede gekriegt, aber das muss stärker sein, damit man nicht das Gefühl hat, FDP heißt immer drei Typen im blauen Anzug sitzen auf einer Bühne. Und ja, ich habe gesagt, ich ziehe heute keinen blauen Anzug an, weil ich wusste, die beiden würden einen anziehen. Und dann hat meine Frau, als ich runter hatte, das zu unseriös, zieh mal wieder einen blauen an. Deshalb sind wir jetzt drei. Ich spitze die Frage nachher nochmal zu, weil ich immer noch keine befriedigende Antwort, finde ich, habe, ob Herr Lindner recht hat mit dem, ich gehe so auf die Leute zu. Lassen Sie uns dann mal bei dem Punkt eben nochmal bleiben, Herr Lindner. Die gefühlte Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, Sie haben das ein bisschen angesprochen in Ihrer Rede am Anfang. Ich habe ein paar Sachen natürlich im Vorfeld von Ihnen gelesen. Es gibt den Mikrozensus, gibt es in ganz Deutschland, gibt es auch in Berlin. Ich bin witzigerweise Teil dieses Mikrozensus. Also ich bin einer von denen, zu dem die ein oder alle zwei Jahre hingehen und dann abfragen, wie viele Kinder, was für eine Bildung, wie teuer war dein Haus, sowas alles. Was verdienst du? Man ist verpflichtet zu antworten. Es gab zum Beispiel auch die Frage, hast du eine Lebensversicherung? Habe ich gesagt, ja, braver Familienvater, hab eine. Und dann haben die gesagt, wie hoch ist sie abgeschlossen? Und ich habe gesagt, das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist doch, wie viel ist die wert? Nein, die Frage im Mikrozensus ist, wie hoch ist ihre Lebensversicherung? Die war damals 1 Million Mark. Mittlerweile habe ich die gekündigt, weil ich wusste, es gibt keine Zinsen mehr, mach mal was anderes. So, jetzt kamen die Zahlen raus, ich habe den nochmal gefragt, der hat mir das bestätigt. Ich war jetzt Millionär, weil ich irgendwann mit 67 Jahren mal 1 Million bekommen sollte. Aber real in der Statistik war jetzt plötzlich einer in Steglitz-Zehlendorf viel reicher geworden. Und damit es war überall Platz 1 in den Nachrichten, die Schere ist wieder enorm aufgegangen. Das scheint mir in unserem Land ein Riesenthema zu sein, egal ob die Leute jetzt Porsche fahren oder Polo, wie in Ihrem Beispiel. Alle scheinen das Gefühl zu haben, wir sind wieder am Gleichheitsthema vom Anfang. Warum ist es so wenig positiv besetzt bei Bankern, die ihre Sache in den Ruin getrieben haben, alle konform, sagt jeder, schlecht, dass es das passiert ist. Aber warum halten wir so wenig die Unterschiede aus? Sie müssen ja nicht 150.000-fach sein, wie in deinem Beispiel, aber warum haben wir so große Probleme, diese Unterschiede auszuhalten? Die Briten haben weil, nicht so. Ja, das ist eine andere Gesellschaft, eine andere Mentalität vielleicht. Und das ist der Punkt, über den ich in der FDP auch stärker nachdenken will. Vielleicht halten diese Gesellschaften wie USA und Großbritannien Ungleichheiten stärker aus, weil die Durchlässigkeit der Gesellschaft dort besser ist. Ich habe schon gesprochen über die Frage der Bildungsgerechtigkeit und die starke Herkunftsorientierung. Ich finde, dass der eigentliche Gerechtigkeitsskandal in Deutschland, dass man anhand der Eltern feststellen kann, welchen Platz im Leben die Kinder einnehmen werden, dass das in Deutschland für alle entwickelten Länder der härteste Zusammenhang ist, gibt es nirgendwo sonst. Und es gibt einen zweiten Punkt. Wissen Sie, wenn wir über Arm und Reich sprechen, dann müssen wir zunächst mal sagen, dass in Deutschland etwa 70 Millionen Menschen genau dazwischen sind. Die brauchen nicht den Staat, der sie unterstützt, aber die treffen sich auch mit ihren Freunden nicht in den Lounges der internationalen Flughäfen, weil man wieder auf dem Weg zum Ferienhaus in Cannes oder sonst wo ist. 70 Millionen Menschen, die quasi Mittelschicht sind. Und die haben schon das Gefühl, dass sie sich stark anstrengen und dass es doch sehr schwer geworden ist, weiterzukommen. Also eine junge Familie, die glaubt, alles richtig gemacht zu haben. Er hat eine gute Ausbildung, Polizeibeamter, sie hat eine Ausbildung, ist vielleicht Erzieherin in der Kindertageseinrichtung, also gute Ausbildung, die haben Jobs, sind auch vielleicht beide berufstätig, haben zwei Kinder, die haben enorme Schwierigkeiten, beispielsweise in bestimmten Räumen in Deutschland
sich eine Eigentumswohnung oder das Eigenheim, was ihre Eltern ganz normal haben sich erarbeiten können im Leben, das zu finanzieren, haben die enorme Probleme. Extrem hohe Sozialabgaben, steigende Steuern, Stichwort kalte Progression. In bestimmten Ländern, ich denke jetzt etwa an Hessen, Schwarz-Grün oder die rot-grünen Länder Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg, die erhöhen die Grunderwerbsteuer. Berlin hat schon kräftig und Grunderwerbsteuer erhöhen bedeutet, eine Familie, die sich eine Wohnung zum durchschnittlichen Preis kaufen will und über Jahrzehnte die abzahlen muss, bei der erhöhten Grunderwerbsteuer muss da die Familie mal eben 3 komplette Bruttomonatsgehälter einfach so zusätzlich an den Fiskus geben. Das heißt Grunderwerbsteuer von 5% auf 6,5% erhöhen. Das ist einmal eine Meldung in der Zeitung, bedeutet für die Familie, die sich auf den Weg machen will über Jahrzehnte, 3 komplette Monatsbruttogehälter. Und dass die Leute sagen, ich gucke im Fernsehen bei RTL 2 die Geissens, die einmal eine Idee hatten, die Firma dann verkauft haben und darüber hinaus jetzt nur noch im Fernsehen auftauchen mit einer Serie, wo sie auch noch Geld bekommen, wo sie den Zuschauern sagen, wie sie das Geld verjubeln und ich lege mich krumm, will mir was aufbauen, glaube, alles richtig gemacht zu haben und komme nicht von der Stelle, da kann ich das Ungerechtigkeitsgefühl verstehen. Wir werden aber nicht darauf antworten können, indem wir den Geissens alles wegnehmen, sondern nur dadurch, dass man für die Menschen den individuellen Aufstieg leichter macht. Ja, dann der Ball an dich. Leistung, ist im Grunde geht es ja auch um Leistung, ne? Leistung und ob sie sich lohnt oder nicht. Ich war gerade mit meiner Familie bei meinem Vater vor ein paar Tagen. Der war Flüchtling aus Ostpreußen und meine Mutter war Flüchtling aus Pommert und die hatten einfach nichts, aber so richtig nichts. Und wir saßen dann da und erzählten uns, wie gut es uns geht und mein Vater sagte, was er sich so gewünscht hätte, wäre mal ein Fahrrad. Das wäre das Größte gewesen für ihn überhaupt. Also jetzt für heute für Kinder nicht mehr so, also schwer zumindest, nur vorstellbar. Mein Vater, das ist nur eine Generation, ist jetzt nicht so schrecklich weit weg. Das war eine Generation, wie Sie gesagt haben, die dann trotzdem noch sich ein Haus zumindest auf dem Land kaufen konnte. Deren Armutsbegriff war aber auch noch ein bisschen anders. Also so arm, wie die teilweise waren, würde man, glaube ich, heute in Deutschland nicht mehr durchziehen können. Die Leute würden das nicht mehr akzeptieren. Was heißt eigentlich? Wie ist Leistung für dich definiert, Jörg? Also wir als Gesellschaft, was glaubst du, wie wir das im Moment definieren? Ist es positiv? Triffst du auf viele Leute, die sagen, ja, ich will jetzt leisten und dann will ich auch die Früchte tragen und ich zahle auch Steuern und das ist gut für die anderen? Oder ist das eher so, hat das so ein Nuku? Ich glaube, das ist sehr stark abhängig vom Milieu, in dem man sich aufhält. Also ich glaube schon, dass die Leute, die in der freien Wirtschaft arbeiten, Leute, die in mittelständischen Unternehmen, wie es angesprochen worden ist, arbeiten. Also wenn ich an die Firma denke, in der mein Stiefvater gearbeitet hat und so, da spielte das natürlich eine Rolle, wie gut ist die Leistung, welche Leistung bringt der entsprechende Mensch. Ich bin nicht sicher, in unserem Haus im Rundfunk Berlin-Brandenburg, ob das der Ort ist als öffentlich-rechtlich verfasste Institution, wo man jetzt die ganze Zeit so ein Leistungsding blinken lassen sollte, weil das ist ja da ja ein übel konnotierter Begriff, das ist dann nicht weit von dem, ja, Leistung, was heißt denn Leistung? Leistung ist leer, das führt zum, dann ist der Wachstumsbegriff nicht mehr weit und der Wachstumsbegriff ist ein Begriff der Vergangenheit. Das ist schwer. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Wort in den Vordergrund stellen würde. Mich hat beim letzten Bundestagswahlkampf gewundert, weil mit solchen Begriffen, das ist ja gelungen beim letzten Mal, dass diese Begriffe negativ der FDP angehaftet worden sind oder manchen Leuten aus der CDU. Die SPD hat ja auch eine Vorstellung von Leistung, sagt es nur nicht so laut, weil die ja gesagt haben, nee, wir geben euch schön hinterher was, kriegt ihr alles, machen diese Rentengeschichte, die sie dann auch gemacht haben. Mich hat gewundert, weil mir kam das die ganze Zeit vor, diese ganze Veranstaltung, wie ein Besuch bei der Rentenversicherung, weil es immer nur darum ging, oh, ihnen passiert schon nichts. Die Kanzlerin sagt, nein, da passen wir auf. Der Steinbrück sagt, ja, aber da passen wir dann auf. Und nein, wir sichern das alles schon schön ab. Das war aber insgesamt auch ein bisschen mies gelaunt. Das war ein leicht schlecht gelaunter Wahlkampf von zwei nicht gerade charismatischen Figuren. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das in Deutschland so schwer möglich? Geht das überhaupt nicht, dass man die Geschichte anders erzählt? Weil ich hatte kurz vorher den Wahlkampf in Amerika mitgekriegt und da machen zwei Kandidaten was ganz anderes. Die erzählen den Amerikanern die ganze Zeit eine Geschichte, die sie eigentlich alle kennen. Leute, ihr, wenn nicht wir, soll es denn schaffen? Weil überlegt mal, was wir alles geschafft haben. Erzählen die ganze Zeit bei jedem Wahlkampfauftritt. Wer, wenn nicht wir, soll denn kein Kind zurücklassen, wo man dann als Europäer denkt, oh, ihr lasst aber schon einige Kinder zurück, das ist bei uns zu Hause ganz, ganz anders. Also, aber die erzählen die Geschichte immer wieder und immer wieder. Wir tun das nicht.
Wir erzählen uns nicht die Geschichte. Wir werden uns auch nicht am 9. November die Geschichte erzählen. Ist doch super, dass wir uns wieder vereinigt haben. Ist doch super, dass wir heute hier in Cottbus sitzen. Ist doch super, dass das keine Menschenleben gekostet hat. Ist doch super, dass es heute so ist, wie es ist. Und das, so werden wir uns die Geschichte wieder nicht erzählen. Dass das Deutsche sind, die das geschafft haben. Das Einzige, wo Anhänger von Borussia Dortmund mit Bayern das Gefühl haben, es sind wir, ist, wenn diese Männer da in Rio de Janeiro sowas zustande bringen, wie das, was sie zustande gebracht haben. Da kriegt man es merkwürdigerweise hin, sonst können wir uns unsere eigene Erfolgsgeschichte nicht erzählen. Warum hat die Trümmerfrau seinerzeit angefangen, Deutschland wieder aufzubauen? Das war ja, die wusste ja nicht, was dabei rauskommt. Die wusste nicht, dass da dahinter ein prosperierendes Land bei rauskommt. Die hat einfach angefangen. Und haben nur diese Leute diesen Geist gehabt? Gibt es den heute bei uns nicht mehr? Gibt es den bei den jüngeren Leuten nicht mehr? Kann man daran nicht adressieren? Ich weiß das nicht. Das, aber das ist ein super Punkt. Ja, Sie dürfen sofort, ich will das noch zuspitzen. Das ist im Grunde meine ganze Zeit, Entschuldigung, die ganze Zeit die Frage an Sie. Ich bin ein bisschen mit Lothar de Maizière befreundet, hatte gerade Momper in der Sendung und habe gesagt, ja, Momper ist nicht das Beste an dieser Vereinigung. Zwischendurch habe ich gedacht, ja, jetzt ein bisschen anders. Ist nicht das Beste, dass es kein Blut floss. Und dann hat er aus Überzeugung gesagt, ja, das ist ein großes Wunder. Also ich fand es mal schön, dass es mal einer sagt. Was Jörg gerade gesagt hat, Herr Linder, ist ja, da geht es ums Herz, auch in diesem amerikanischen Wahlkampf, der uns pathetisch und peinlich vorkommt. Ich spitze die Frage nochmal zu. Ich habe den Eindruck, Sie werden als Partei nicht wieder auf die Beine kommen, wenn Sie nicht auch Herzen ansprechen. Die SPD spricht Herzen an. Das ja, kann man gut das finden oder stimmt. Nicht. Nein, Sie müssen das tun, finde ich. Ich glaube, dass manche Parteien versuchen, den Bauch anzusprechen und nicht die Herzen. Und bei Herz bin ich dabei, wenn aber der Verstand nicht zu kurz kommt. Und ich will Ihnen deutlich machen, auf was ich hinaus will. Wir haben jetzt gerade über Leistung gesprochen, das ist ein sehr kalter Begriff. Ich will einen anderen in unsere Diskussion einbringen, und zwar den des Respekts. Den des Respekts. Der große amerikanische Soziologe Richard Sennett, einer der ganz großen Geister in der Wissenschaft, der sagt ja, auf die wachsende Ungleichheit in den Gesellschaften kann man nicht mit Umverteilung alleine antworten. Das führt nicht zu Ergebnissen, sondern der sagt, die Antwort auf Verschiedenheit, nicht nur was finanzielle Dinge angeht, sondern auch Unterschiede in der Lebensführung, die Antwort muss Respekt sein. Kann man nicht alles gleich machen. Respekt ist das Kernwort. Und was ich damit meine, unabhängig vom Leistungsbegriff, will ich Ihnen eine Anekdote deutlich machen. Ich bin am Ende meiner zweiten Legislaturperiode im Landtag, bin ich Generalsekretär meiner Partei in Nordrhein-Westfalen geworden, nach Düsseldorf an den Sitz des Parlaments gezogen. Mit einem politischen Führungsamt hatte ich so viel da zu tun. 2005 war das, also musste ich da an den Sitz des Parlaments und habe dann eine Zugehfrau gesucht, die sich um meine Hemden kümmert. Und ja, ein schönes Wort, ne? Zugehfrau. Und ich habe dann eine Dame gefunden aus den ehemaligen Jugoslawien. Die ist nach Deutschland gekommen, aus dem ehemaligen Jugoslawien, die nicht schwarz, sondern angemeldet arbeiten wollte. Und weil die ehrlich arbeiten wollte. Und ehrlich hieß für sie nicht nur hart arbeiten, sondern dass sie auch allen Verpflichtungen, Steuer, Sozialabgaben nachkommen wollte. Sie war alleinerziehend, hatte ihre kleine Tochter und deren ganzes Streben war, dafür zu sorgen, dass die Tochter auf eine höhere Schule kommt, dass sie auch noch Geld hat für eine Nachhilfe und für eine Musikausbildung. Ich glaube, Klavier hat die Tochter gelernt. Eine ganz fleißige Frau. Die hat also Hartz IV bekommen, hat dann noch bei mir gearbeitet, für 200 € oder was angemeldet und bei Kick oder irgendeinem anderen Textilladen, die auch noch ein paar Taler verdient. Und die war wirklich toll, habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich möchte Ihnen, weil ich das so großartig finde, was Sie machen, ich möchte Ihnen statt 11 € die Stunde, so sind die Sätze in Düsseldorf, damals schon gewesen, möchte ich Ihnen 12 € die Stunde zahlen und gerne auch noch 2 Stunden in der Woche mehr. Und hat die sich bedankt. Eine Woche später kam sie wieder und sagte, das sei ein großartiges Angebot, sie könne es aber nicht annehmen, weil bei ihr ergänzendes ALG II, also Hartz IV plus Wohn- und Kindergeld, wenn sie jetzt eine Stunde mehr arbeiten würde, hätte sie am Ende des Monats netto weniger als vorher. Mehr arbeiten führt in unserem Wohlfahrtsstaat in bestimmten Konstellationen zu weniger haben. Und jetzt habe ich Ihnen erläutert, was ich mit Leistungsbereitschaft meine, nämlich diese Frau, die Respekt verdient hat, und gleichzeitig mit Leistungsfeindlichkeit, wenn nämlich der Sozialstaat das individuelle Bemühen, auf eigene Beine zu kommen, nicht belohnt, sondern sogar noch bestraft. Und das kann ich nicht als eine faire Gesellschaft empfinden.
Ich würde sagen, das war eine optimale Wahlkampfgeschichte. Also so, das meine ich mit mehr Herz, Jörg. Ist das was Herr Lindner bespielen sollte? Ich meine, das waren Fakten gepaart mit einer Emotion. Lassen Sie uns ehrlich sein, es gibt Statistiken, Leute erforschen das. 80% unserer Entscheidungen sind erstmal emotional. Wie klug wir uns auch immer finden. 80% unserer Entscheidungen treffen wir emotional. Wenn ich in den Bundestag wollte, würde ich mir das irgendwie zunutze machen. Aber du hast ja gerade schon gesagt, man möchte nicht mit Herrn Lindner tauschen, weil die Position ist sehr, sehr schwierig. Deswegen, um Gottes Willen, keine Ratschläge. Sie machen in Mannheim so einen Parteitag und dann hältst du so eine Kampfrede dagegen. Das war jetzt meine Frage. Das war ja schon mehr Herz. Ist das richtig? Höchstwahrscheinlich ist das richtig. Höchstwahrscheinlich ist das nötig. Höchstwahrscheinlich ist es nötig. Ich habe ein Buch jetzt in die Hände bekommen. Das heißt... Pure Economy, da geht es darum, was ist Armut auf der Welt und wie kann man die bekämpfen? Und das fiel mir jetzt gerade ein, weil Herr Lindner davon erzählte, die Problemlagen auf der Welt, also es gibt die zwei großen Schulen, die einen sagen, Entwicklungshilfe ist super, wir geben mehr dafür aus, dann werden die Armen weniger arm. Und dann gibt es die andere Schule, die sagt, um Gottes Willen, Entwicklungshilfe ist Quatsch, das hat überhaupt noch keinen Reicher gemacht. Und diese beiden fantastischen Leute mit diesem Buch bewegen sich in der Mitte und sagen, die Situation, die Ausgangslagen für arme Menschen sind sehr unterschiedlich. Das heißt, die Lösungen müssen sehr unterschiedlich sein. Und die Politik hätte sich sehr häufig daran verhoben, an dem großen Bild, an den großen Lösungen. Und das kann man ja beinahe schon in so einem kleinen Land wie Deutschland sehen. Das ist ja bei dem Mindestlohn jetzt aufgefallen. Die Leute in Baden-Württemberg haben eine komplett andere Konstellation als die Leute hier in Brandenburg beispielsweise. Das ist schon komplett anders. Also kann ich mich nicht hinstellen und kann sagen, so, Freunde, ich mache euch jetzt alle gleich selig. Ich verstehe nicht, das ist mir vollkommen schleierhaft, warum die Leute, die das dann auch öffentlich propagieren, beispielsweise in den Foren, die wir als Medienleute anbieten, in Talkshows, in Interviews, warum die damit immer alle durchkommen. Das wundert mich. Wahrscheinlich auch, weil man Angst hat, dass der Hörer, der Zuschauer anruft und sagt, das ist ja kalt von euch, warum fragt ihr da so nach? Aber ich glaube, das müsste man tatsächlich dann womöglich auch mal anfangen, dass man da mal ein bisschen genauer hinguckt, wie können könnt ihr uns so eine generelle Lösung anbieten für alles, wo sich unser Land gar nicht so deutlich durchgeneralisieren lässt? Das ist vielleicht ein bisschen eine harte Wende, jetzt passt aber ein bisschen auch dazu. Wende, geht auch um Wende, Energiewende wollte ich unbedingt noch besprechen mit Ihnen. Da geht es ja auch um Geld und auch um soziale Taten. Ich habe mit der aktuellen Ministerin und vorher mit Herrn Altmaier mal so einen Tag am Brandenburger Tor moderiert. So. Und intern in dem Zelt nebenan, in dem dann immer diskutiert wird, sagen selbst die Grünen jetzt untereinander, Teufel, die Sache wird so teuer, dass wir gegenüber Wählern, die nicht so viel Geld haben, langsam so ein Legitimationsproblem bekommen. Energiewende ist also, alle sagen, es ist ganz wichtig, dass wir es machen. Die meisten Deutschen statistisch sagen, wir finden es ganz toll, aber wir alle insgesamt haben so ein bisschen das Gefühl, egal, was wir wählen, so richtig zu Ende gedacht und so richtig ausfinanziert ist es noch nicht. Trotzdem scheint mir das bisher nicht so richtig wahlentscheidend zu sein, oder? Ja, Sie drücken das sehr diplomatisch aus, wenn Sie sagen, nicht so richtig zu Ende gedacht und so weiter. Also ich würde es etwas schärfer sagen. Ich würde sagen, die Energiewende in Deutschland ist so schlecht gemanagt, dass das Planungsbüro für den 5-Jahres-Plan der KPDSU das nicht hätte schlechter machen können. So ist unsere energiepolitische Realität in Deutschland. Und wir haben die Situation, dass sich die Solarzelle auf dem Dach, Photovoltaik, längst rechnet bei den gestiegenen Energiepreisen. Und trotzdem gibt es noch eine Subvention obendrauf, damit man den Strom ins Netz abgibt, wo er nicht gebraucht wird, weil wir oft genug zu viel im Netz haben. Das ist ein Schildbürgerstreich. Wir haben auch eine Überbeschleunigung dieser Energiewende, als müssten wir sie 2025 abschließen. Geplant ist aber, dass wir sie 2050 abschließen. Also viel zu schnell. Und warum? Weil daran Leute verdienen. Da verdienen Leute dran. 24 Milliarden Euro werden jedes Jahr von Ihnen bezahlt, wenn Sie eine Wohnung haben, selbst wenn Sie geringes Einkommen haben. Die Rentnerin, der BAföG-Empfänger, die zahlen in den Topf ein. Und auf der anderen Seite bekommen es Leute raus, die über 20 Jahre eine garantierte Rendite erhalten. Das ist traumhaft, hebt aber das Wettbewerbsprinzip, das ich eben eingangs so gelobt habe, natürlich völlig auf.
Da muss man sich nicht mehr bemühen um günstigere Preise, bessere, effizientere Technologie, um den richtigen Einsatz der Technologie, sondern es wird einfach nur die garantierte Rendite eingestrichen und wir machen uns ein schönes Leben damit, wenn wir davon profitieren. Das haben wir in Deutschland als Liberale übernommen, eine rot-grüne Gesetzgebung mit dem Erneuerbaren Energiengesetz und aus heutiger Sicht ein schweres und auch für mich schwer verzeihliches Versäumnis, dass wir dieses Erneuerbare Energiengesetz nicht sehr viel früher korrigiert haben. Wir hätten es zu Beginn der Legislaturperiode 2009 fortfolgende können. Später war die Bundesratsmehrheit von Rot-Grün dagegen. Also da ist ein Gelegenheitsfenster verpasst worden. Und jetzt haben wir die große Problematik. Wenn Sie gestatten, erlaube ich mir noch einen zweiten Punkt dazu. Wenn ich schon gegen den Zeitgeist wettere, dann heute richtig. Gibt nämlich noch etwas anderes, was mich die Wände hochgehen lässt. Und wissen Sie, was das ist? Klimaschutzpolitik. Natürlich wollen wir alle, dass die Erderwärmung unter Kontrolle kommt. Ist völlig klar. Zu glauben aber, dass man zwischen Hamburg und Passau im Alleingang die Erderwärmung aufhalten könnte, das ist schon etwas sehr vermessen. Und zu glauben, dass wenn die Politik hier in Brandenburg einen Flughafen nicht in Gang bekommt, dass aber die Politik im Weltmaßstab in der Lage ist, das Weltklima auf 2 Grad genau zu steuern, das ist schon dreist. Ich habe inzwischen auch den Verdacht, dass diese Klimaschutzargumente in Wahrheit genutzt werden, um ganz andere Ziele zu erreichen. Man kann ja, so wie mit sozialer Gerechtigkeit, man sagt, irgendetwas dient der sozialen Gerechtigkeit, dann heißt das, keine weiteren Fragen bitte. Muss man nicht, was heißt das in der Praxis? Nein, wie Sie, Herr Thaddäus, eben gesagt haben, Einheitsmindestlohn, dann sagt man, das dient der sozialen Gerechtigkeit, dann sagen Sie aber, die Situation in Deutschland ist doch sehr unterschiedlich. Nein, soziale Gerechtigkeit. Ähnlich beim Klimaschutz. Ist das denn wirklich sinnvoll, auf jede zusätzliche neue Gewerbefläche, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, zu verzichten? Brauchen wir nicht vielleicht hier und da noch eine Fläche für konventionell betriebene Landwirtschaft? Dann ist die Antwort der rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, nein, Klimaschutz. Gibt's nicht. In Wahrheit ist das aber das Machtinstrument des grünen Landesumweltministers, der seine gesellschaftspolitischen Vorbehalte gegen Industrie und konventionelle Landwirtschaft durchsetzen will und der will sich schützen, indem er vorgibt, das sei für den Klimaschutz. Und ich finde, irgendwann muss man einmal bei diesen Argumenten die Maske abnehmen, damit man sieht, es geht um ideologische, teilweise sogar um ökonomische Interessen und nicht um die hehren Ziele, die immer vorgegeben werden. Mir hat neulich ein Entwickler von Mercedes gesagt, hey, wir bauen die S-Klasse jetzt auch als Hybrid und sagte dann intern durchgerechnet, bringt es gar nichts für den Klimaschutz, aber steht Hybrid drauf und es ist ein sehr gutes Image, aber das Ding herzustellen, zu entsorgen, ist irgendwie enorm teuer. Würdest du sagen, Jörg, das ist so ein bisschen auch sowas wie Religionsersatz? Gerade Berlin, Brandenburg, kaum noch jemand in der Kirche? Ich kenne dieses Bild, dass es ein Religionsersatz ist. Mir erscheint das mitunter hysterisch. Ich finde das aber längst nicht, natürlich nicht alles vom Tisch zu wischen. Wenn man mit Professor Schellenhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung spricht, das ist natürlich dramatisch. Er hat einen Mann an seiner Seite, der ist ganz, ganz nüchtern. Der ist also nicht in der Gefahr, Hysteriker zu sein. Und das lässt einen schon ganz schön mit den Ohren schlackern. Auf der anderen Seite, das ist der Grund. Ich sage ja auch nichts, dass wir nichts tun sollen. Nein, der Grund für mich selbst als liberaler Mensch zu beschreiben, ist, dass ich die Definition gelesen habe, Liberalität bedeutet letztendlich mit Maß und Mitte an die Sachen heranzugehen. Und das bedeutet nicht, dass ich dann sage, die anderen spinnen ja alle. Selbstverständlich gibt es da Sachen dabei, die sind für meinen Eindruck Spinnerei. Ich denke an den Begriff Verantwortung, der vorhin von Ihnen kam, oder die Komplexität, die Herr Gerhard erwähnt hat. Das würde ich gerne meinen Facebook-Freunden mal jetzt hinschreiben. Da war Fukushima passiert. Und die Leute in einem wahnhaften Anfall von Egoismus kümmerten sich nicht darum, wie es den armen Menschen da in Japan geht, sondern hier schlotterten alle, obwohl man sich sagt, Leute, so einen Wind gibt es nicht, der das hier zu uns hinpustet. Ihr seid im Moment nicht in Gefahr. Aber alle bam, bam, bam haben ihr Profilbild ausgewechselt. Plötzlich war da der
Atomkraft, nein, danke, Sticker. Und ich dachte, wow, das ist jetzt ja mal ein komplexes Argument. Den müsste man jetzt sagen, Freunde, das wird jetzt alles sehr, sehr teuer. Das ufert aus. Aber das ist, das, ihr wolltet das ja so. Also das, ihr habt das ja mehrheitlich so gewollt. Dann deswegen machen wir das jetzt so. Das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie Politik auch laufen kann. Also innerhalb von Tagen ändert eine Regierung komplett ihre Haltung zur Energieversorgung, weil sie nach dem Bauch gucken, weil sie sagen, die Leute fühlen sich unwohl. Das ist, da kann man wirklich mal zurückfragen, kann sagen, Leute, ist das jetzt nicht mehr euer Wille? Wie hättet ihr es denn gewollt? Mhm. Und dann wird es wieder sehr komplex. Übrigens, Profilbild, das hat auch mal jemand ausgerechnet, jede Google-Anfrage, jedes Profilbild auswechseln, das kostet enorm Energie, also emittiert enorm CO2. Herr Lindner, da war Politik nicht mehr so richtig rational an der Stelle. Wenn wir diskutieren, dann reden wir immer, wir reden über Zahlen, Fakten und hier Steuerungsschrauben. Das spricht wieder ein bisschen für meine These, dass Politik so rational gar nicht ist. Diese Energiewende hat mich mit am stärksten, also in dieser Form, ich bin dafür, dass wir damit auch Weltmeister werden und dass wir Technologie verkaufen, grüne Technologie, Jobs schaffen, das fände ich alles toll. Aber in dieser Form hat mich die Irrationalität total überrascht. Im politischen Betrieb muss das auch so gewesen sein, oder? Energiewende wollten und wollen alle. Um das auch nochmal hier als historische Wahrheit in Erinnerung zu rufen, bei der seinerzeitigen Entscheidung der schwarz-gelben Koalition ging es lediglich um eine Verlängerung der Restlaufzeit der Kernkraftwerke, aber nicht dauerhafter Weiterbetrieb. Das heißt, Energiewende wollten alle, Wege haben sich unterschieden. Konkrete Fukushima-Situation, das war nicht eine Irrationalität der Politik, sondern der deutschen Gesellschaft. Ich erinnere daran, damals ist eine sogenannte Ethikkommission eingerichtet worden. Da waren auch Teilnehmer des Bundesverbandes der deutschen Industrie dabei, also der Wirtschaft, die heute so klagen über die steigenden Energiepreise und das alles geißeln. Aber die ganzen Vertreter der Energie, war damals, wenn ich mich richtig erinnere, der Chef von BASF, der da drin saß, der hat noch nicht mal ein Minderheitenvotum abgegeben, geschweige denn dagegen gestimmt. Er hat alles mit Herrn Töpfer gemeinsam da öffentlich vorgetragen, müsste man jetzt alles dringend so machen. Und ich weiß noch genau, ich habe dann seinerzeit vorgeschlagen, lasst uns doch Folgendes machen. Da war ich noch Generalsekretär. Als Generalsekretär wird man gelegentlich so vor die Front geschickt, um mit den ultragefährlichen Meinungen mal zu experimentieren in der Öffentlichkeit. Das ist in der Stellenbeschreibung drin. Da war mein Auftrag, geh in die Öffentlichkeit und schlag vor, die alten Kernkraftwerke, die schon vom Netz waren, bleiben dauerhaft vom Netz. Und die neueren Kraftwerke nach 1980 gebaut, dürfen wir dann weiter betreiben bis zu den Mitte der 30er Jahren. Und da war was los. Da habe ich nämlich von zwei Seiten Dresche bekommen plötzlich. Nämlich einerseits von denen, die gesagt haben, das ist ja total verrückt, die alten Kraftwerke sollen dauerhaft vom Netz bleiben, die müssen wieder ans Netz ran. Die haben überhört den Vorschlag, die anderen sollen bis 2035 weiterlaufen. Und die gehört hatten, FDP denkt darüber nach, bestimmte Kraftwerke bis Mitte der 30er Jahre laufen zu lassen. Die haben überhört, dass die alten vom Netz bleiben sollten. Gab es auch Dresche. Also in der Situation war nichts zu gewinnen mit irgendeiner wie auch immer rational gearteten Position. Das war einfach nur, wie soll ich sagen, der Super-GAU im Meinungskraftwerk Deutschland. Frau Wellinghoff hat für mich auf die Uhr geguckt und gesagt, es ist Zeit, dass Sie jetzt einbezogen sind. Gibt es Fragen, Meinungen? Von Ihnen. Bitte schön, der Herr an der Seite. Entschuldigung, Sie bekommen ein Mikrofon, damit wir Sie alle besser hören. Eine Sekunde noch, sofort bei Ihnen. Dann ist es entspannter auch für Sie. Vielen Dank. Mein Name ist Zacharias, bin aus Berlin. Herr Lindner, als Sie Parteivorsitzender geworden sind, haben Sie für meine Begriffe eine wegweisende Rede gehalten. Nun meine Frage. Wie beurteilen Sie heute die EU-Gremien gegenüber den militärischen Krisenherden? Uns fehlt eine europäische Antwort auf die außenpolitischen Herausforderungen. Sowohl lange Ukraine wird jetzt besser als auch Irak. Und ich bin in großer Sorge, wie Deutschland sich in diesen wichtigen außenpolitischen Fragen gegenwärtig mit Schlangenlinien bewegt. Herr Thaddeus hat eben angesprochen, man würde sich wünschen, dass die Bundeskanzlerin sich zu manchen Dingen erklärt.
Ich würde mir zum Beispiel wünschen, wie halten wir es eigentlich zukünftig mit Rüstungsexporten und Waffenlieferungen in Krisengebiete, wie das jetzt angedacht ist für den Irak. Es war immer deutsche Staatsräson. Waffen liefern wir niemals in Krisengebiete. Erst recht nicht in akute Krisengebiete mit Kombattanten, wo man nicht weiß, wer setzt sich durch, weil dann die Waffen auch möglicherweise sehr schnell den Besitzer wechseln und sich in eine ganz andere Richtung wenden können. Und dann in der vergangenen Woche erleben wir, Frau von der Leyen schlägt was vor, Herr Steinmeier sagt auch irgendwas, Herr Gabriel äußert sich, so im Laufe der Woche bildet sich eine Meinung heraus und plötzlich ist der Common Sense der deutschen Bundesregierung, wir überlegen aber doch, kurdische Kämpfer im Nordirak auszurüsten mit deutschem Material. Ja, wo ist da die Auffassung der Bundeskanzlerin? Wo ist da auch eine abgestimmte europäische, eine abgestimmte internationale Bewältigungsstrategie für diesen Konflikt? Weil Hans-Dietrich Genscher hier eben hervorgehoben worden ist. Hans-Dietrich Genscher hätte eine solche Politik nicht mitgetragen, weil sie nicht mit den rechtsstaatlichen Instrumenten der Vereinten Nationen herbeigeführt wird, sondern weil das auf Alleingänge und im Übrigen gefährliche Alleingänge hinausläuft. So, war eine sehr kurze, konkrete Frage. Mehr Fragen von Ihnen? Bitte schön. Ja, Herr Lindner, Sie haben theoretisch hervorragend die vier Punkte dargestellt. Aber man muss sich zurzeit die Frage stellen, wie sieht die praktische Verwirklichung aus? Die FDP tut gut daran, wenn sie, wie neulich in der Bild-Zeitung, über die kalte Progression schreiben und den Finanzminister heftig attackieren. Das Gleiche würde ich auf vielen anderen Gebieten Ihnen empfehlen. Und ich denke daran, so wie Gerhard Baum, Ihr Parteigenosse, sagt, wir müssen dieses System reformieren. Und das ist seit Kohl ausgeblieben. Und dadurch ziehen wir uns kritische Situationen herauf, die man gar nicht nötig hat. Und Frau Merkel als Bundeskanzlerin, ihr Stern verblasst immer mehr. Jetzt kriegt sie Kritik aus den eigenen Reihen. Und was Sie angesprochen haben mit dieser Krise erneuerbarer Energien, ja, das hat sie von heute auf morgen gemacht, als Umweltministerin tätig gewesen. Das hätte man allmählich, wie Sie richtig dargestellt haben, machen müssen. Und so können wir in Deutschland nicht weiter wirtschaften. Und Gerechtigkeit ist ja nicht mehr gegeben, weil der Reichtum immer reicher wird und der Arme immer ärmer. Ja, herzlichen Dank für die Bestärkung. Wenn ich mal einen Punkt rausnehme, Sie haben, glaube ich, gesagt, man müsse nicht nur hier theoretisch, sondern konkreter öffentlich werden. So habe ich es verstanden, weil Sie als Beispiel, wie man es machen sollte, meinen offenen Brief an Wolfgang Schäuble in der Bild-Zeitung genommen haben. Also FDP muss ihre Position stärker in die Öffentlichkeit bringen. Ist auch mein Bestreben, siehe das Beispiel, das Sie genannt haben. Allein, es ist in der zweiten Bundesliga relativ schwierig, in die Sportschau zu kommen. Und wir sind gegenwärtig als APO im Bundestag, wenn man die Fußballsprache bedient, das Beispiel nimmt, wir sind zweite Fußball-Bundesliga. Da muss man die ganze Saison durchspielen. Aufstieg gibt es erst am Ende der Saison. Man muss die ganze Saison durchspielen und in der Tabelle der Ergebnisse am Ende der Sportschau taucht man auf, aber nicht mit dem Spielbericht dazwischen. Und das ist die große Ausdaueraufgabe, die wir bis 2017 haben. Es gibt nur einen Trost. Ab und an gibt es auch mal Pokalspiele, also zum Beispiel bei Günter Jauch oder bei Maybrit Illner. Da kommen wir auch hin und da können wir auch das eine oder andere Tor schießen. Ja. So, es gibt eine Frage von, ich will Ihren Applaus nicht unterbrechen, eine Frage von da hinten. Bis das Mikro da ist, noch ich spinne jetzt mal, Jörg, mit der Bitte um knappe Antwort, weil der Herr da, der Herr dann dran ist. Wäre es nicht mal toll, eine Veranstaltung über Parteigrenzen hinweg, ich will jetzt nicht sagen, man muss die Leute dann zwingen, das will ich ja nicht, aber sagen wir mal, Linke, Grüne, SPD, CDU, FDP, alle zusammen auf so einer Veranstaltung und dann mit den Protagonisten und dann solche Dinge mal wirklich ernsthaft zu diskutieren, hey, war das nicht irrational, was ihr da gemacht habt, ist das nicht ein schöner Traum? Ja, das kann man, glaube ich, ganz knapp beantworten. Es läuft dann darauf hinaus, dass sie das machen, was sie immer tun. Also das gelingt nicht. Also ich glaube schon, das bleibt schon unsere Aufgabe.
dass wir als Journalisten die Leute dahin treiben, dass sie das dann irgendwann mal das zugeben, dass dies und das irrational war. Aber das ist ein enormer Aufwand. Also das wissen wir ja beide. Und das passiert ja ehrlich gesagt nie. Ich habe noch nie einen CDUler gehört, der nach einer Diskussion gesagt hat, ja verdammt, der hat ja recht, von der SPD trete ich da ein. Das gibt's nein, nicht. Gut, so weit will man das ja auch gar nicht haben. Das will ja nicht die Leute aus ihrem Lager wegtreiben. Aber man kann natürlich schon versuchen, das haben ja viele Leute vor uns gemacht, das machen viele Leute parallel, dass man sagt, bitteschön, ich bin im Bilde, also erzählen Sie mir bitte keinen Quatsch, lassen Sie uns darüber nochmal reden und lassen Sie uns diesen Luftballon und diesen rhetorischen Luftballon aufstechen und gucken, was da noch übrig bleibt. Das kann man schon machen. Aber das so eine Veranstaltung, ich weiß auch gar nicht, ob ich das unbedingt wollte, dass Sie dann da alle sitzen. Ich würde es gerne. Also es ist höchstens, wenn es so eine Mea Culpa-Veranstaltung wäre und sagen, ihr seid heute alle nur da, um euch zu sagt uns selbst, was eure schlimmsten Fehler waren. Was anderes wollen wir gar nicht hören. Okay. Da haben wir ja heute schon gehört. Man hört schon ein bisschen, du warst mal bei den Grünen aktiv. Ne? Das klang deshalb eben die Panik in den Augen vor der Veranstaltung. Okay. So, bitteschön. Sie haben das Wort. Ja, guten Tag, Herbst, mein Name. Sie hatten heute eingangs gesagt gehabt, als erstes die Macht des Amtes, die Amtspersonen teilweise ausüben gegenüber dem Bürger. Und Sie haben auch zweitens nochmal eingangs gesagt, dass teilweise die Politik oder Personen in der Politik diese Macht auch instrumentalisieren gegen die Wirtschaft. Meine Frage an Sie, welche Lösungen sehen Sie hier drin? Es gibt ja auch Institutionen, die das teilweise mit verhindern, dass Wirtschaft an bestimmten Punkten überhaupt wachsen kann. Beispiel wäre IHK, die sind teilweise doch sehr kontraproduktiv. Wo Sie Ansatzpunkte sehen, um diese Probleme letzten Endes zu lösen, um diese Einheit oder diese Chancengleichheit letzten Endes, die Sie auch proklamiert haben, durchzusetzen. Können Sie noch ein klein bisschen genauer beschreiben, wo Sie darauf hinaus wollen? Ich habe noch nicht richtig den Anpackpunkt gesehen. Ich gebe Ihnen ein hundertprozentiges Beispiel. Ist mir selbst passiert mit meiner eigenen Firma. Man hat in Deutschland das Problem Abmahnanwälte, ist bestimmt allen hier ganz stark bekannt. Man hat sich versucht, aufgrund von Rechtsanwälten firmenmäßig umzustrukturieren. Hat gesagt, okay, man versucht das Ganze jetzt von der Personengesellschaft in eine GmbH umzuwandeln. Geht normal zum Notar, versucht das Ganze jetzt einzuschreiben, das Ganze geht zum Amtsgericht und man fragt aber jetzt die IHK. Und da gibt es ein paar nette Personen bei der IHK, die der Meinung sind, den Namen, den man sich jetzt hier versucht auszusuchen oder besser gesagt zu nutzen, der wäre nicht würdig letzten Endes, um eine Firma damit zu gründen. Ich habe jetzt den Punkt verstanden, es geht hier um die Frage Industrie- und Handelskammer. Ja, nicht nur die. Es gibt ja auch das Gleiche, teilweise man kann jetzt auch in die Stadtverwaltung gehen, da gibt es teilweise auch Personen, die sind jetzt der Meinung, sie dürfen jetzt ihr Firmenschild nicht ans Gebäude bauen, weil es würde angeblich die Ansicht verschandeln. Aber ob das wirklich teilweise immer produktiv ist, was man hier ansetzt, also es gibt in Cottbus hier zum Beispiel ein Geschäft, nennt sich Stempelschuft, kennt sich jeder, der hatte sehr lange ein Plakat hängen, da stand dran, er durfte keine Werbung an seinem Gebäude anbringen, das hat er bis heute nicht getan, weil das Bauamt der Meinung war, eine Außenwerbung an dem Gebäude würde die Ansicht verschandeln. Also es geht hier um Willkür, Bürokratie, Machtausübung. Ja. Und die beiden Instrumente, die ich kenne, fallen Ihnen weitere ein, die beiden Instrumente, die ich kenne, um überproportionale Macht, die wir nicht wollen, dass andere sie über uns ausüben, wie man die verhindern kann, die beiden Instrumente heißen Wettbewerb und Demokratie. Wenn es Wettbewerb gibt, weil ich einen anderen Anbieter wählen kann, dann begrenzt das die Macht des einen. Das ist der Grund übrigens, warum ich auch dringend abrate, dass wir in Deutschland eine Einheitskrankenversicherung à la Bürgerversicherung bekommen. Weil selbst wenn wir gesetzlich versichert sind, können wir noch zwischen Techniker und AOK wechseln und haben dann den freundlicheren Sacharbeiter. Wenn das Gesundheitssystem so organisiert ist wie die Bundesagentur für Arbeit, gibt es nur noch den einen Sachbearbeiter ohne Wechselmöglichkeit. Und als nächstes wird die freie Arztwahl dann aufgehoben. Hatten wir alles schon. Und das zweite Instrument heißt Demokratie. Also, dass ich die verantwortlich sind, abwählen kann. Sprich, in Ihrem Fall, Sachbearbeiter bei der Stadtverwaltung, der nicht vernünftig agiert, müssen Sie sich kümmern. Ich habe mir sagen lassen, hier in Cottbus steht demnächst ja dergleichen an, dass an der Spitze der Stadt ganz oben einer steht, der dafür sorgt, dass unten es bürgernah zugeht. Betrifft auch die Industrie- und Handelskammer. Da können Sie als Gewerbetreibender ja auch als Mitglied in Gremien mitentscheiden und wählen. Das ist ein Grund übrigens, warum ich ein Anhänger des Kammerprinzips bei Handwerk und bei Handel und Industrie bin. Wenn das nämlich alles eine staatliche Verwaltung wäre, staatliche Wirtschaftsverwaltung, gibt es nicht mehr die Möglichkeit, dass Sie
Einfluss nehmen über Wahl. Das ist bei der Selbstverwaltung Industrie- und Handelskammer viel besser gewährleistet, weil sie selber auch die Funktionäre dort beauftragen und gegebenenfalls auch zur Verantwortung ziehen können. Also komme zurück zum ersten Satz meiner Frage. Wettbewerb muss funktionieren und Demokratie muss gelebt werden, auch eben dann abwählen, wenn einer in Ihren Augen keine bürgernahe Arbeit macht. Das sind die besten Instrumente, um Macht zu reduzieren. Meine Damen und Herren, gleich gibt es noch die, Sie haben noch eine Nachfrage? Gut, dann stellen Sie die noch eben, das wollen wir nicht abwürgen. Ja, ich würde ganz gerne noch mal darauf einhaken, weil Sie gerade sagten, IHK einhaken. Ich kann dazu beitragen oder noch anhängen. Ich hatte es versucht, mit der IHK einen Konsens hier zu finden für die Lösung. Und da hatte ich eine sehr eingängige Antwort bekommen. Die hieß, man hat sich bitte an die deutschen Gesetze zu halten und wenn man diese nicht einhält, wird man hier keine Lösung finden. Ich muss dazu sagen, es ging hier wirklich um eine ganz, ganz banale Lösung. Um einen Namen. Um einen Namen. Letzten Endes, es war nichts kontra, es ist einfach ein willkürlich ausgesuchter Name, den gibt es noch nicht, der ist noch nicht mal geschützt. Ich muss jetzt dazu sagen, ich... Wollen Sie uns ihn nennen, den Namen? Ja, US-Shopper nennt sich das ganze Spiel. Wie das? US-Shopper, das ist letzten Endes die Firma, unter der ich agiere. Ja. Die Firma agiert mittlerweile seit 6 Jahren unter diesem Namen. Und hier wird einem dann letzten Endes, und ich sehe ja auch nicht den Konsens drin, also ich kann diese Person, die das entschieden hat, auch nicht abwählen. Weil also ich finde, das ist ein spannender Fall. Würde ich mir gerne im Einzelfall genauer ansehen. Ich gebe Ihnen gleich meine Karte, Sie schicken mir das, prüfe ich und gegebenenfalls bin ich derjenige, der Ihren IHK-Hauptgeschäftsführer anruft, um mir das im Einzelnen erklären zu lassen, warum Sie da ein Problem haben. Einverstanden? Das klingt wie eine pragmatische Lösung. Vielen Dank. So, meine Damen es gibt, und Herren, es gibt gleich die Möglichkeit, noch ein bisschen, wir bekommen noch ein Getränk, glaube ich, die Möglichkeit, sich weiter, was zu essen gibt es auch, sagt Frau Wellinghoff, die Möglichkeit, sich weiter auszutauschen, natürlich auch untereinander zu diskutieren, hier mit den Diskutanten zu diskutieren. Ich sage Ihnen von Herzen herzlichen Dank, dass Sie den Nachmittag und den frühen Abend hier verbracht haben. Ich sage danke an Jörg Thaddäus, dem, wie ich finde, besten Fernsehmoderator des RBB. Ich möchte betonen, für diese Äußerung fließt kein Geld. Und herzlichen Dank an Christian Lindner und uns allen einen schönen Abend.